Okay, ich glaube, ich habe sie nach oben teleportiert. Ja, ich habe sie definitiv nach oben teleportiert. Und von oben fällt sie dann immer wieder runter, weil ich die Luke aufgelassen habe. Und gerade die Treppe da oben nicht finde. So. Hat sich hier was geändert? Nein. So, dann gucken wir noch mal kurz wegen der Spinne. Die müsste ja jetzt mittlerweile wieder hier runtergefallen sein, ha? Ja, sie ist in dem Ding in der Mitte. Oh. Und wir brauchen mal wieder Licht. So. Okay. Jetzt müsste sie definitiv da oben sein, hm? Und Pedro hat mal wieder Hunger. Gib ihm was zu essen. Ups, habe ich sie jetzt wieder runtergeschmissen? Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Hier lang, hier lang. Und ja, den Raum mit dem Kristall nochmal umschauen. So. Ob da ein Knopf ist, um die Luke zuzumachen. Habe ich sie wieder runtergeschmissen? Ja, ich gehe mal kurz mich in dem Raum drüben im Kristall nochmal umsehen. Ob es hier irgendeinen Weg gibt. Nein, gibt's nicht. Also es scheint schon mal hier keine Möglichkeit zu geben, die Falltür zuzumachen. So, bist du Spinne jetzt wieder unten irgendwo gefangen? Ja, du bist im hinteren Ding gefangen. So, da bringen wir dich nochmal nach oben. Und diesmal treten wir nicht auf die Druckplatte. Diesmal versuchen wir dich in den Teleporter zu locken. Ja. Oder macht das irgendwas, wenn ich sie hier buxiere? Das ist das, was ich jetzt gerade nicht weiß. Okay, ich habe sie mal wieder nicht auf die Druckplatte gekriegt. Oh. Secret. Nein, es ist Squall. Folge dem Licht. Ja, sehr freundlich. Dem Licht folgen. Tue ich auch. Obwohl, warte mal, die... wo ich auch immer ich sie jetzt gerade runtergeschmissen habe, wollte ich nicht. Ich lasse jetzt mal den Stein hier wieder drauf liegen. Und guck mal kurz. Ah. Ja, okay. Dankeschön, du bleibst jetzt genau da. Und jetzt gucke ich mal. Ganz da. Also hier.
Und ja, ich höre nebenbei ein Skelett rumlatschen. Lenk mich nicht ab. Also die zwei sind beleuchtet und du bist beleuchtet. Okay. Okay, das dürfte doch dann zu schaffen sein. Erstmal den Stein wieder aufsammeln. Und ich glaube, ich benutze die Steine. Also du. Du. Und du. So, was war das? Das, was ich wollte, ja. Genau. Aber ich will noch mehr eigentlich. Ich wollte eigentlich hier unten. Ups. Ich mich in der Treppe drehen. Sondern eigentlich wollte ich gerne noch an den Helm rankommen. Die Spinnen brauchen wir ja nicht mehr. Oh. Und hier höre ich die Skelette ganz laut. Okay, ich guck mal, was passiert, wenn ich einen Stein wieder mitnehme. Und den Helm. Hier passiert schon mal nichts, wenn ich hier auf die falsche Platte drauf trete. An den Wänden ist nichts mehr. Gut. Sigrid wäre damit auch erledigt. Hoch bitte. Ah, und ich muss den Stein doch wieder nach da unten bugsieren. So. Würdest du bitte? Dankeschön. Eine Fackel. Nehme ich gerne mit. Solche Sackgassen, die machen mich immer stutzig. Aber an dem Fackelhalter irgendwie biegen und drehen kann man auch nichts. Nee. Eine Tür. Du mach noch mal kurz Licht. So. Und ja, wir sind bei diesem Meditations Ding angekommen. Okay. Und ein Weg weiter. So, sollen wir hier meditieren, also mal rasten? Damit irgendwas passiert. Oder gucken wir mal kurz nach da unten. Hier sind erst einmal Feuerbomben. Und ein Laib Brot wert zurzeit. Ah, du hast Hunger. Und wir haben jede Menge Heilpflanzen. Ah, ich mag den Alchemisten. Treppe hoch. Kein Knopf, kein Knopf, kein Knopf. Keiner, keiner, keiner. Nein, nein, nein. Nein, nein. Treppe hoch, okay. Kein Knopf, keiner. Auch nicht. Nein. 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 Nö. Auch nicht, auch nicht. Nein. 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 Bin ich schon wieder bei der Treppe? Nein, bin ich noch nicht. Hier ist auch keiner. Sehe ich auch nichts. Nein. Nein und Treppe.
Gut, bevor ich jetzt da weitergehe, versuche ich erst einmal hier zu meditieren. Das ist nämlich ganz einfach. Schlafen. Wow. Wow. Das nenne ich böse Überraschung. Wie viele seid ihr? Zu viele, nehme ich an. Und ihr habt mich eingekesselt. Okay. Gut. Das war heftig. Ah, jetzt haben wir alles nochmal zu tun. Das heißt erstmal da lang. Hallo Gorgov. Fuzzi. Hier den Stein drauf. Hier ist schon mal nichts. Und dann hier die Grube runter. Ohne uns zu verletzen zum Glück. Also ohne uns die Beine zu brechen. Schalter war hier. Lassen wir uns einfach nur wieder hierher. Hier war der andere Schalter, mit dem es werde das Folge dem Lichträtsel. So, nehmen wir auch wieder mit. Geben ihm mal. Oh, wir haben eine Made am Stock. Eine gebackene Made am Stock. Ein bisschen ungewöhnlich, aber gut. Spinne nach oben. Dann fällt sie gleich wieder hier runter. So, wir können einmal hier rumgehen. Einmal hier rumgehen. Und einmal auch hier rumgehen. Und dann haben wir wieder alles entdeckt. Heilpilz mitnehmen. Ja, ich hätte vor dem Weitergehen nochmal speichern sollen. Oh, hier unten liegen auch irgendwo noch zwei Pfeile rum. Das weiß ich noch. Und zwar hinter der Spinne. Genau, zwei Pfeile. Dankeschön. Okay. Nach oben bitte. Stein einsammeln. Hier runterfallen lassen. Hier runterfallen lassen. Und hier runterfallen lassen. Geht das hier auf? Gut. Da müsste aber eigentlich auch... genau hier was aufgegangen sein. Und zwar können wir den Helm mitnehmen. So. Das ist sogar ein guter Helm. Das heißt, du müsstest demnächst mal 2 Punkte in Armor geben. Das finde ich ganz wichtig. Dass du schwere Rüstung benutzen kannst. So, das wäre erledigt. Achso, da drüben haben wir noch nicht runtergeguckt. Halt falsch. Hier rüber. Und hier gibt es noch einen Weg nach unten. Und dann müssen wir hier kurz warten, bis der blaue Kristall wieder
aktiviert ist. LP029 speichern. So. Gib uns noch mal Licht. Du nimmst die Fackel hier mit. Wieder mal. So, dann müssen wir das Spinnenrätsel nicht noch mal machen. Genau, die beste Möglichkeit wäre es, da lang abzuhauen.